Dit ist Berlin und dit ist Spandau. Hunderte tanzbegeisterte Gäste zieht es auch dieses Jahr wieder ins Sportzentrum Siemensstadt zum diesjährigen Spandauer Sportlerball. Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr einen ausverkauften Ball haben und freuen uns darauf, dass die Menschen hier in dieser Stadt viel, viel Spaß haben. Spandau lohnt sich immer. Und wie es sich lohnt. Seit über 30 Jahren treffen sich Ballprominenz aus Politik, Sport und Wirtschaft zu diesem gesellschaftlichen Höhepunkt in Spandau. Unterstützt wird der SC Siemensstadt an diesem bunten Tanzabend vom Spandauer Volksblatt und wie schon seit vielen Jahren von dem Autohaus Birolina. Wir machen das sehr gerne, weil der Sportclub Siemensstadt sehr viel in die Jugendarbeit investiert und wir genauso auch im Autohaus viel in die Ausbildung unserer Jugend investieren. Und wir werden das auch in Zukunft tun und das auch sehr, sehr gerne machen. Bereits zum dritten Mal begleitet das international bekannte Tanzorchester Christoph Sanft durch den Abend und begeistert mit seinem großen Repertoire an Standard-, lateinamerikanischen und Disco-Fox-Tänzen. Im Tango-Saal spielen die Musiker von Quartetto Rotterdam und versetzen die Gäste zurück in die 20er Jahre. Für jeden ist also das Passende dabei, genauso wie beim Gastgeber, dem Sportclub Siemensstadt. Dieser Verein ist ja für den ganzen Bezirk im Grunde wichtig. Er hat über 20 Abteilungen, über 20 Sportarten und bietet für alle was an unter dem Motto Sport für alle. Und darum geht es hier eigentlich an der Stelle. Und insofern hat er für den Bezirk eine Riesenbedeutung, der Sportclub Siemensstadt. Ein paar Eindrücke der Vereinsvielfalt bekommen die Gäste im Laufe des Abends bei den verschiedenen Show-Einlagen. Die Turnabteilung präsentiert eine Performance aus Alles im Wunderland und mit einer sehenswerten Darbietung am Barren ziehen die Sportler des Turnerbundes alle in den Bann. Und allerspätestens bei der Charleston-Tanzeinlage im Tango-Saal sind alle hin und weg. Eine einzigartige Atmosphäre, die Tradition hat. Ich mache es jetzt 25 Jahre und muss sagen, dieser Sportlerball hat sich entwickelt. Und er ist eine Tradition, die wir immer beibehalten und pflegen sollten. Deswegen wird auch schon fleißig fürs nächste Jahr geplant. Den 16. März 2024 sollten sich alle Tanzbegeisterten schon einmal im Kalender vormerken, denn dann findet der nächste Spandauer Sportlerball statt. Bis dahin ist aber noch mal ein bisschen Zeit und die nutzt man hier, um bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen. Ganz getreu dem Motto, dit ist Berlin.